Unglück auf, liebe Erstsemester. Mein Name ist Johanna und ich begrüße euch zu den Couchgesprächen. Heute bin ich wieder mit meinem mobilen Wohnzimmer auf dem Campus unterwegs und habe mir neue und interessante Gäste eingeladen. Hallo, mein Name ist Pia Kindermann. Ich arbeite in der psychosozialen Beratung des Studentenwerks Freiberg. Und mein Name ist Cornelia Kneip. Ich arbeite auch im Studentenwerk in der sozialen Beratung. Ganz kurz und knapp, was sind denn eure Aufgaben bei der psychosozialen und der sozialen Beratung? Zuerst mal herzlichen Dank für die Einladung auf diese rote Couch, auf dieses rote Sofa. Wenn man psychosoziale Beratung hört, könnte man auf die Idee kommen, es hat was mit einer Couch zu tun. Ich habe in meinem Büro leider nicht so eine schöne rote Couch. Psychosoziale Beratung ist ein sperriger Begriff, meint aber eine Art der professionellen Beratung, der sich an verschiedene Lebensbereiche und an verschiedene Lebensphasen richtet. In unserem Fall das Studium, alles was das Studium betrifft. Da kann ich mich gleich anschließen. So bunt wie das Studium ist auch die Beratung in der Sozialberatung. Also es gibt ganz komplexe Themenbereiche. Ein Thema möchte ich jetzt nur nennen, das ist die Studienfinanzierung und alles, was damit zusammenhängt. Studienorganisation, das ist das, was Studenten betrifft und die zu uns in die Beratung kommt. Mit welchen Anliegen kommen Studierende denn dann zu Ihnen? Bei mir in der psychosozialen Beratung sind die Anliegen so vielfältig, wie die Menschen vielfältig sind. Reicht von A wie Ängsten über H wie Heimweh, L wie Liebeskummer bis Z wie Zweifel. Ist das Studium das Richtige? Ist das meine Uni? In der Sozialberatung sind die Themenbereiche mehr organisatorischer Natur. Meistens dreht es sich, wie vorhin schon gesagt, ums Geld, die Studienfinanzierung, aber auch ums Jobben, ums Wohnen. Ein großer Bereich sind auch das Studium mit Kind. Viele ausländische Studierende kommen zu uns in die Beratung, nehmen das gerne an, aber auch Studierende mit einer Beeinträchtigung oder einer chronischen Erkrankung. Wie kann man sie denn am besten erreichen? Erreichen kann man uns in unseren Räumlichkeiten, die wir auf der Petersstraße 5 haben, in der alten Mensa. Das können bestimmt viele Studierende oder werden es kennenlernen. In der ersten Etage sind unsere Büros und alle Informationen wie Internetadresse, Telefon, E-Mail-Adresse findet ihr im Lichtblick. Und der Lichtblick, den findet ihr im Ersti-Rucksack, den jeder Erstsemester erhält. Und da brauchen wir gar nicht viel dazu sagen, sondern aufblättern und durchlesen und uns dann entweder anrufen, anmailen. Wir werden auf jeden Fall einen Termin finden und wir können auch persönliche Beratung anbieten. Die psychosoziale und die soziale Beratung helfen euch also nicht nur beim Einstieg ins Studium, sondern unterstützen euch auch während eurer gesamten Studiendauer. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und hoffe, ihr seid dann auch wieder nächstes Mal bei den Couchgesprächen dabei, wenn ich neue und interessante Gäste eingeladen habe. In der Zwischenzeit könnt ihr euch immer auf unserer Website, auf der UniNow-App oder auf Instagram über aktuelle Termine und Veranstaltungen informieren. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.